Ja, meine Lieben, auf der Nachbarbaustelle geht's weiter. Wir sind am Putzen von gestern. Sie verdichten jetzt alles. Und sind alles am Eben machen. Die sind schon fast fertig. Die haben heute Morgen früh angefangen. Ja. Und dann denke ich, ich bin ja kein Fachmann, dass die Verschalung weitergeht und dann kommt die nächste Runde und kommt auch die Bodenplatte. So, ein Honda. Jetzt haben wir noch Werbung gemacht. Ja, hier geht's voran. Heute Nachmittag oder heute Vormittag werde ich mal auf die Reisfarm fahren. Da bin ich ja schon gefragt worden. Und dann werden wir mal sehen, wie es dort weitergeht. Ich bin jetzt hier erstmal groß am Putzen. Den ganzen Dreck von den Stühlen, vom Tisch und hier vorne sieht es aus. Da hatte ich vorgestern erst nass geputzt. Naja, machen wir es heute nochmal. Ja, jetzt sitze ich wieder in meinem Regiestuhl. Ich musste das Auto vorfahren, habe alles weggeräumt und habe dann mal schön geputzt, alles abgewischt, Tisch und Stühle. Das sah alles aus. Mein Ventilator läuft, mein Kaffee steht hier auch neben mir. Wie ihr ja wisst, haben wir ja diese tolle Kaffeemaschine. Kaffeebohnen sind hier in Thailand relativ teuer zu Deutschland. Aber das werden wir auch überleben. Ja, die Blumen sind gegossen. Die Stühle und alles habe ich da hinten mit dem Schlauch erstmal abgespritzt und dann abgewischt. Ja, jetzt kann der Tag beginnen. Und jetzt gibt es erstmal einen Schluck Kaffee. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich immer. Hier ist mein Kaffee. Da liegen auch schon die Teile für mein Kräubecken. Ich denke mal, das Gestänge wird dann heute endlich auch kommen. Und dann muss ich noch eine Pflanzenzone machen, die mit filtert und Seerose kaufen gehen. Ja, da ist einiges an Beschäftigung da. Wir schauen weiter. Mein lieber Schwan, sind die fleißig. Da hat mich mal jemand gefragt, wie fleißig die wären, ob sie auch arbeiten können. Schaut euch das mal an. Alles heute Morgen 38 Grad von Hand mit Schüppchen. Jetzt werden Abstandshalter in die Erde gebracht. Vorhin ist Sand und Kies gekommen. Also Kies nicht so wie in Deutschland. Die haben ja hier diese groben Steine. Ja. Die Erde, die auf die Mauer gefallen ist, wird mit einem wird alles sauber gemacht. Hier könnt ihr es jetzt sehen, was gestern der Bagger zwischen die Eisen gemacht hat, wird alles freigeschart. Die sind am Arbeiten. Ja, meine Lieben, wir werden heute dann doch nicht mehr raus auf die Reisfarm fahren. Da tut sich nichts. Da ist immer noch nichts. Die haben jetzt zwar die Pläne abgeändert und sie suchen jetzt einen neuen Unternehmer, der weiterbaut, weil der hier hat eine andere Baustelle angefangen und hat sich wohl mit dem Planungsbüro zerstritten. Ich weiß es nicht genau, was da im Hintergrund gelaufen ist. Ist mir auch egal. Fakt ist einfach, es geht nicht weiter. Ich habe meinem Mann heute gesagt, das nächste Mal gibt es Geld, wenn die Arbeit geleistet ist und nicht im Voraus. Das kann er Ihnen schon mal gleich sagen. Schauen wir mal, wie das Ganze sich entwickelt. Ich werde euch berichten. Wie gesagt, die Kosten für hier das Haus Jasmin
Die Kosten für die Reisfarm, was dort bislang angefallen ist, könnt ihr auf der Homepage nachschauen. Das heißt, ein Obolus von 3,33 Euro ist dann fällig für euch. Ja, freiwillige Spende gab es keine, also so.